Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute nächste Folge vom Projekt Blueprint. Ihr seht das schon neben mir stehen. Und heute geht es darum, den Tank zu entrosten. Die letzten Folgen habt ihr schon gesehen. Wir haben die hintere Radnarbe schon fertig draht. Und ja, nächstes Mal kommt dann die vordere Radnarbe. Dazwischen haben wir noch schnell Folgen ein, wie wir den Tank von dem Gerät da entrosten. Und ihr seht das schon neben mir stehen. Da haben wir einen Wasserkoch. Ich mache das folgende Art und Weise. Es gibt natürlich mehrere Arten, wie man sowas machen kann. Und zwar viele machen es mit einfach nur Kieselsteiner oder Soda und füllen das ein dran. Oder manche füllen eine richtige arge Zitronensäure ein, so was weiß ich, was für Säuren, was auch immer. Ich verwende eigentlich die ganz normale Zitronensäure, was bei Supermarkt zum Kaufen gibt, was man normal verwendet, dass man Marmelade haltbar macht und Sirup haltbar macht und solche Sachen. Und ja, ich würde euch sagen, ich nehme euch einmal mit. Wir schauen uns das wieder an. Wieder eine kurze Folge, schieben wir noch dazwischen ein, wie gesagt, und let's go! Ja, das Ganze war nicht übermäßig rostig, wie ihr seht. Das ist immer schwarz am Filmen. Es ist ein bisschen ein Flugrost auf der Oberfläche. Und ja, aber es ist nicht so, dass es rieselt oder so, wie man das oft kennt von anderen Tanks. Aber ich würde sagen, es ist immer gut, wenn man den entrosten, sauberen Sprit für sein Moped hat, oder? Jetzt habe ich da jetzt einmal Wasser eingefüllt in meinen Kocher. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das heute probieren soll. Ob ich da gleich die Zitronensäure auch einfüllen soll. Aber ich stelle das da jetzt einfach einmal drauf. So Burschen, mir war in der Zwischenzeit wieder so fad, während der Kocher da kocht, dass ich da die legendären Buchsticker wieder aufgemacht habe auf meinem Maxi. Und jetzt würde ich sagen, ist das offiziell wieder ein Buch Maxi, oder? Schaut gleich ganz anders aus. Aber ja, ich warte jetzt ein paar Minuten, bis das warm wird. Ich habe mich jetzt entschieden, ich fülle das da mal da ein, vermische das dann da drinnen mit der Zitronensäure, dass das auch wirklich aufgelöst ist. Sonst hat man da nämlich so grausige Zitronensäurebreckel im Tank, was sie vielleicht irgendwo ja, nicht auflösen und auflagern. Und ja, das ist die Methode. So, jetzt Produkt schon, gleich geht's los. Ich will das da jetzt einmal einfüllen, die Zitronensäure. Ich weiß nicht, wie viel was man normal verwendet. Ich mache es immer für einen so einen Tank, normal mit zwei Sackerl. Die dritte will man auch aufsparen für schlechte Zeiten. Und ja, das füllen wir jetzt mal ein. Dann kommt Wasser rein, 5 Liter sind das. Da passen, glaube ich, 3 rein. Das heißt, wir können das im Notfall sogar morgen ein zweites Mal machen, falls noch ein bisschen was überblieben ist. Aber da nicht so ein großartig ist, glaube ich, einmal einfüllen wird genügend. Aber leider, ihr könnt es mir gerne erzählen, wie ihr das macht. Es gibt sicher bessere Methoden auch noch. Ich behaupte nie, dass unsere Methoden die einzigen sind und die ärgsten. Aber es ist vielleicht ein Tipp für alle, was nicht wissen, wie es das am besten angehen. So, das ganze Brodel, Bursche. Es geht alles überall zu viel eingefüllt, habe ich Trottel. Dann einmal wieder Wasser eingefüllt. Wir starten noch einmal. Und ja, ich erzähle euch in der Zwischenzeit noch was. Ja, warum ein heißes Wasser? Ich weiß es leider selber nicht. Nein, warum ein heißes Wasser? Ich glaube, dass ich dann die Zitronensäure viel besser auflösen kann drinnen im heißen Wasser. Und ich habe einmal gehört, dass manche auch Harzspiralen reinhängen und mit der das machen und immer wieder aufkochen lassen. Und da kann es auch einfach von Nachteil sein, wenn man heißes Wasser gleich von vornherein einfüllt. Ich mache es zwar ohne Harzspiralen, aber wie gesagt, ich glaube, dass er sich besser auflöst. So, einmal geht es noch einfüllen. Burschen, in den Kanister war nämlich vorher Frostschutz drinnen, Zirbenfrostschutz, das riecht wie in der Sauna, ich sag's euch. Ich komme mir vor wie in der Sauna, Aufguss, heiß ist, alles ein Wahnsinn. Aber wie es scheint, löst sich das wirklich schön auf, weil wenn du da reinschaut, das ist wirklich eigentlich keine Zitronensäure mehr zum Sehen. So, da einmal geht's noch. So, das müssen jetzt ca. 4 Liter sein. Trichter habe ich schon einmal da einer da und ich würde sagen, wir füllen ein. Let's go! Ah, Alter, ich brauche Handschuhe, das ist viel zu hart, glaube ich. Dann nehmen wir da den Fetzen. Ich
Okay, ist schon ziemlich voll. Aber ein bisschen was geht noch. Ein bisschen was geht immer noch. Ja, jetzt ist das Brettl eben voll. So, und jetzt, Burschen, ganz wichtig, alles abwischen, wo irgendwo ein Zitronenzeug hinkommen ist. Das Zeug ist eine richtige Scheiße, wenn das irgendwo umeinander rennt. Also schaut, dass alles abwischt, wo euch da hinkommt. Ich lasse den Tank da offen. Legt dann auch die Tüchel auch runter. Dann zeige ich das da jetzt noch einmal. Zwar bummvoll angefüllt, ihr seht, das ist ein bisschen rostig. Und werdet sehen, morgen ist das alles weg, morgen ist alles blank. Den Stäbchen bringe ich leider nicht mehr drauf. Aber das macht nichts. Und wir sehen uns morgen. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt schauen wir da mal rein, wie es da ausschaut. Wir werden das jetzt mal auslassen, dann werde ich das mit dem Kercher ein bisschen durchspülen. Und dann sollte das alles schön blank sein und wir können weiterbauen. So, während das da bieselt, lasse ich da mal reinschauen. Da ist schon mal halbwegs blank drinnen. Und das spülen wir jetzt noch aus und dann ist es richtig schön. Jawohl. Stellen wir es dann auch mal Asphalt um. Das ist nämlich auch ganz wichtig, da noch einmal durchwaschen, damit auch den Dreck, was da am Boden vielleicht umeinander rennt, nicht was aufs Moped kriegt. Speziell bei dem Rahmen wird das eh ein bisschen ein Risiko, weil der so schon so rostig ist am Lack. Aber deshalb waschen jetzt da nochmal durch. Und dann, was ihr probieren könnt mit dem Finger, ein bisschen was von der Flüssigkeit. Vielleicht kosten, das schmeckt mir auch immer, wenn er ein bisschen sauer ist, ist noch eine Zitronensäure dabei. Das will ich nicht umbringen und funktioniert aber. Okay, Burschen, ich habe mir jetzt wieder einer dran in den Rahmen. Ich habe mir jetzt mal mit, ich habe gesagt, angewaschen, das müsst ihr wirklich aufpassen. Die Zitronensäure ist überhaupt nicht lustig, wenn die irgendwo drauf kommt. Auf Dauer macht es sogar Fliesen und was weiß ich, was alles grauslich. Deshalb immer schauen, dass ja nichts am Rahmen drauf ist. Und wir werden jetzt einmal einen kleinen Check machen. Das Problem ist immer, man kann das gar nicht so schön herzeigen, wie das wirklich ausschaut. Aber ich probiere da einmal einleiten irgendwie. Aber wie ihr da seht, jetzt sehen wir es schön. Das ist alles wirklich blank komplett und das ist richtig glatt, wenn man da reingreift. Er war zwar vorher auch nicht viel verrostet, aber es ist wirklich schön blank, so wie ihr es hier da seht. Und das zahlt sich auch wirklich, dass man das macht vorher. Weil es ist immer besser, man füllt einen leistungsmäßigen reinen Sprit ein und nicht irgendwas, was rauszupfen ist, weil da eure Zylinder sonst nur unnötig beschädigt werden. Okay Burschen, das war heute die Folge mit dem Tank entrosten. Ihr habt gesehen, ist eine sehr einfache Methode. Ihr braucht lediglich zwei Packel von der Zitronensäure, was ich euch da gleich nochmal reinzeige. Und zwar nehme ich da die ganz normale vom Spar, weiß nicht, was in Deutschland dann oder in der Schweiz oder wo immer, gibt es sicher auch so was ähnliches. Das füllt sich ein mit heißem Wasser, kocht es vielleicht vorher auf, ja, auflösen, habe ich eh gesagt, weil sonst so Breckerl drinnen sind wahrscheinlich im Tank und die kriegt es dann nicht mehr so leicht raus. Dann wirklich alles gescheit anspülen, schaut, dass ihr nirgendwo was drauf kriegt, mit dem Finger ein bisschen kosten, das wird euch nicht umbringen, aber ihr wisst sofort, ob da noch Zitronensäure drinnen ist. Und so wie ich jetzt da fertig bin, ja, gleich wieder was einfüllen. Also am besten einen Sprit einfüllen oder zumindest irgendwas Öliges, damit das konserviert wird und nicht gleich wieder das Rosten anfangen. Ja, Versiegelung mache ich persönlich nie, weil ich es immer gescheiter finde, ich entroste dann vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Also wie die Versiegelung lässt sich auf und ich habe das Ganze dann im Sprit wieder dabei oder was auch immer. Oder vielleicht rostet es unter der Versiegelung sogar weiter. Also ich persönlich versiegel das Ganze nie. Was bleibt noch zum Sagen?
Nächste Folge wird wieder spannend. Felgen, Rahmen zusammenbauen und die vordere Narbe ist auch noch drauf. Und dann werden wir das Ganze schon mal zusammenbauen mit dem Motor. Motorentechnisch werdet ihr erfahren, wie es weitergeht. Das wird eine coole Sache. Wir haben da einige Experimente vor wieder, so ähnlich wie bei Projekt Asphalt. Nur ein bisschen so Teile vergleichen von Standard auf Tuning-Teile. Ich habe schon mit dem Zeug Maxi Factory drüber geredet. Wir werden das ganze Moped diesmal auch perfekt anstimmen bei einem Prüfstand. Das wird dann ganz am Schluss kommen, die ganze Sache. Ja, und ich habe mir gedacht, ich muss euch jetzt doch noch einen kleinen Ausblick geben, was da alles verbaut wird auf dem Gerät. Ich habe schon ein paar Teile vom Buchshop bestellt. Wir haben da das Chromkranzl. Kennen viele, ist eine richtige edle Sache mit den goldenen, mit der richtigen goldenen Käden. Dann haben wir da das schwarze Rücklicht mit der Kennzeichenbeleuchtung. Mit der schwarzen Gorilla-Lampen würdest du beim Banner, glaube ich, nennen, gell? Und den 120 km/h Tacho werden wir schauen, ob wir den brauchen werden. Ich bin gespannt, die Teile werden alle draufkommen. Ich habe das schon einmal ein bisschen so beobachtet, wie das ausschaut. Ich glaube, dass das recht geil werden wird. Aber es wird spannend, es bleibt spannend, würde ich sagen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Führt euch leider und macht es gut. Recognize your real dawn when you see one. Recognize your real dawn when you see one. It's the N-O-T-O-R-O. Do it, you just made out so. Recognize your real dawn when you see one. And it's called to be a ball.